Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem gemeinsamen Thema Geraden im Raum. Wir werden uns heute einige Beispiele anschauen, wie wir die Parameterdarstellung einer Geraden im Raum aufstellen können. Es gibt hierzu zwei Möglichkeiten. Entweder sind zwei Punkte im Raum gegeben, durch die eine Gerade verläuft, oder es ist ein Punkt und ein Richtungsvektor der Geraden gegeben. Mittels diesen zwei Möglichkeiten können wir dann die Gerade im Raum durch eine Parameterdarstellung aufstellen. Ich habe dir wiederum einige Infos zusammengeschrieben, was du bereits können solltest und welche Ziele wir heute gemeinsam haben. Was sollst du bereits können? Ganz wichtig ist mir, dass du die Parameterdarstellung einer Geraden im Raum aufstellen kannst. Das heißt, dass du weißt, was ist der Punkt, beziehungsweise was ist der Richtungsvektor, dass du die Parameterdarstellung einer Geraden so verinnerlicht hast, welcher Wert jetzt für welchen Ausdruck steht. Ganz wichtig ist dabei auch, dass du die Bedeutung des Parameterwertes t gut interpretieren kannst und weißt, dass jeder Punkt auf dieser Geraden durch einen speziellen Parameterwert t angegeben werden kann und jede Angabe eines Parameterwertes t einen Punkt auf der Geraden meint. Ganz wichtig ist auch, dass du mit Vektoren in der Ebene und auch im Raum gut rechnen kannst, addieren und subtrahieren. Welche Ziele haben wir heute gemeinsam? Wir verfolgen heute zwei Ziele, unter anderem vor allem das Aufstellen einer Geraden im Raum durch zwei gegebene Punkte. Davon wird ein Punkt, dieser spezielle Punkt in der Parameterdarstellung sein. Und der andere Punkt wird benötigt, um jetzt den Richtungsvektor der Geraden aufstellen zu können. Die zweite Art von Beispiel, die wir heute behandeln, ist, wenn ein Punkt und ein Richtungsvektor bereits gegeben ist, dann brauchen wir eigentlich nur diese Werte, diese Vektoren bzw. diesen Punkt in unsere Parameterdarstellung der Geraden einsetzen, die wir bereits in unserem vorhergehenden Video genau besprochen haben. Zur Erinnerung habe ich dir trotz allem noch einmal kurz aufgeschrieben, wie eine Parameterdarstellung der Geraden ausschaut. Eine Gerade G im Raum im R3 hat die folgende Darstellung. G, Doppelpunkt x ist gleich a plus t mal v. Das ist die Parameterdarstellung. Und zwar, jeder Punkt x, der auf dieser Geraden liegt, kann eben dargestellt werden, durch diesen Punkt A, ausgehend von diesem Punkt A, wird eben ein Vielfaches des Richtungsvektors V aufgetragen. Wir gehen also von unserem Punkt aus, von einem beliebigen Punkt A, der auf der Geraden liegt, und setzen dann einen beliebigen Parameterwert T ein und erhalten dann, ausgehend von diesem Punkt A, einen anderen Punkt, wenn wir T mal diesen Richtungsvektor auftragen. Und dieser Punkt ist dann unser Punkt x. Dazu ist v jetzt der Richtungsvektor der Geraden. Das heißt, wenn ich von Punkt a ein beliebiges Vielfaches des Richtungsvektors auftrage, dann erhalte ich einen beliebigen Punkt auf der Geraden g. Jedem Parameterwert t entspricht genau ein Punkt x auf der Geraden. Und jedem Punkt x kann genau auch ein Parameterwert t zugeordnet werden. Wenn ich einen positiven Wert für t einsetze, dann wird der Richtungsvektor v genau in dieselbe Richtung aufgetragen. Wenn ich aber einen negativen Wert t einsetze, dann wird ausgehend vom Punkt a genau der negative Richtungsvektor aufgetragen. Das heißt, ich gehe in die genau entgegengesetzte Richtung des Richtungsvektors v. Wir wissen ja, dass eine Gerade kein Ende hat auf beiden Seiten und je nachdem, welchen Wert ich für t einsetze, das kann auch ein ganz großer oder ganz kleiner Wert sein, erhalte ich einen speziellen Punkt x auf der Geraden g. Schauen wir uns dazu zwei Beispiele an. Das erste Beispiel, das ich dir mitgebracht habe, ist nicht auf dem Arbeitsblatt oben, sondern hier möchte ich dir zeigen, wie wir die Parameterdarstellung einer Geraden aufstellen können, wenn ein Punkt A
und ein Richtungsvektor v gegeben ist. Ermittle die Parameterdarstellung der Geraden durch den Punkt A, der ist gegeben durch minus 1, 3 und minus 5, und die Gerade hat zusätzlich auch noch eine Richtung, und zwar entlang des Vektors v, der gegeben ist durch 0, minus 2 und 4. Dazu ist es einmal wichtig, dass wir uns genau anschauen, wie eben eine Gerade bzw. die Parameterdarstellung einer Geraden im Raum definiert ist. Wir wissen, dass diese Gerade g gegeben ist durch x gleich a plus t mal v. Wir brauchen also, damit wir diese Parameterdarstellung auch aufstellen können, einen beliebigen Punkt, der auf dieser Geraden liegt, und auch einen Richtungsvektor, der uns die Richtung dieser Geraden angibt. Wenn wir uns in die Angabe jetzt schauen, dann haben wir bereits einen Punkt A gegeben, der auf dieser Geraden G liegt. Und zwar der Punkt A gleich minus 1, 3, minus 5. Und zusätzlich haben wir auch einen Richtungsvektor bereits gegeben, der uns die Richtung angibt. Der ist V gleich 0, minus 2, 4. Also brauchen wir eigentlich nur diese Koordinaten für unser A und für unser V hier einsetzen. Und wir erhalten dann die Darstellung dieser Geraden durch x gleich minus 1, 3, minus 5 plus dieser Parameterwert t mal 0, minus 2, 4. Je nachdem, welchen Wert ich hier für mein t einsetze, es sollte eine reelle Zahl sein, je nachdem bekomme ich dann einen beliebigen Punkt x, der auf dieser Geraden g liegt. Und jeder Punkt, der auf dieser Geraden liegt, hat auch einen speziellen, spezifischen Wert t, der aus den reellen Zahlen kommt. Oft ist es aber so, dass eine Gerade in einer Mengenschreibweise angeschrieben wird. Denn eine Gerade ist immer eine Menge von Punkten, eine Menge von beliebig vielen Punkten, weil ich ja auch beliebig viele t's einsetzen kann. Also können wir auch eine Gerade g immer mit Hilfe einer Menge anschreiben. Und zwar können wir die Gerade g in diesem Fall auch als die Menge aller Punkte x aus dem R3, also aus dem Raum, angeben, die eben dargestellt werden können durch x gleich minus 1, 3, minus 5 plus t mal 0, minus 2, 4. Wobei das ist, dieser Wert t ein reeller Zahlenwert ist. Das heißt, die Gerade g ist eine Menge von all diesen Punkten, die eben durch diese Parameterdarstellung auch angeschrieben werden können. Diese Mengenschreibweise ist oft auch in Schulbüchern vorhanden und ist in der Mathematik auch die eigentlich übliche Schreibweise für eine Gerade, sowohl in der Ebene als auch im Raum. Schauen wir uns ein zweites Beispiel an. Dieses Beispiel hast du auch am Arbeitsblatt oben, also nimm dir das Arbeitsblatt zur Hand, dann können wir es gemeinsam auch besprechen bzw. lösen. Ermittle eine Parameterdarstellung der Gerade durch die Punkte a gleich 3, minus 2, 4 und b 5, 1, 0. Wenn du dieses Beispiel alleine probieren möchtest, dann kannst du das Video hierzu stoppen. Schauen wir uns dieses Beispiel jetzt nun gemeinsam an. Wir haben also zwei Punkte im Raum gegeben. Durch diese beiden Punkte verläuft eine Gerade g. Versuchen wir zunächst wiederum die allgemeine Parameterdarstellung dieser Geraden g auch anzuschreiben. Die Gerade g kann jetzt ohne die Mengenschreibweise, wir schreiben sie so an, wie wir sie auch im ersten Lernvideo auch kennengelernt haben, mit g, also x ist gleich, ein beliebiger Punkt a plus einen Parameterwert t mal unserem Richtungsvektor v.
Wir brauchen dazu einen beliebigen Punkt, der auf dieser Geraden liegt, und einen Richtungsvektor, der uns die Richtung dieser Geraden angibt. Dazu schauen wir uns noch einmal die Angabe genauer an. Wir haben zwei Punkte gegeben, den Punkt A und den Punkt B. Und wir brauchen jetzt irgendeinen beliebigen Punkt, der auf dieser Geraden liegt. Wir können also beide Punkte nehmen. Es ist egal, welchen Punkt wir hier für diesen gegebenen Punkt einsetzen. Dieser Punkt A ist irgendein beliebiger Punkt auf dieser Geraden. Ob wir ihn jetzt hier als ersten Punkt nehmen oder als zweiten Punkt, das ist eigentlich egal. Schreiben wir diesen Punkt A an mit dem ersten gegebenen Punkt, dann ist der Punkt A gegeben durch 3, minus 2 und 4. Als zweites brauchen wir auch einen Richtungsvektor, und zwar den Richtungsvektor, der uns die Richtung der Gerade angibt. Dazu schauen wir auch auf den zweiten Punkt. Die Gerade verläuft nämlich durch die beiden Punkte A und B. Also ist jetzt genau der Vektor, der zwischen A und B läuft, also der Richtungsvektor zwischen A und B, auch ein Richtungsvektor der Gerade G. Das heißt, wir können den Richtungsvektor V nun aufstellen als Richtungsvektor zwischen A und B, also als Vektor, der zwischen den beiden Punkten A und B verläuft. Und wie wir diesen Vektor zwischen diesen beiden Punkten aufstellen, das wissen wir bereits. Das ist genau Endpunkt minus Anfangspunkt. Und wenn wir es in Vektorschreibweise anschreiben wollen, ist es der Ortsvektor zum Punkt B minus der Ortsvektor OA zum Punkt A. Und das ist jetzt 5, 1, 0 minus 3, minus 2 und 4. Vektoren werden subtrahiert, indem jede einzelne Komponente getrennt voneinander subtrahiert wird. Das heißt, 5 minus 3, 1 minus minus 2 und 0 minus 4. Und dann erhalten wir für die drei Komponenten die folgenden Werte: 2, 3 und minus 4. Das ist nun mein Richtungsvektor, der mir die Richtung dieser Geraden G angibt. Und jetzt kann ich die Gerade G auch anschreiben mittels Parameterdarstellung, dass jeder beliebige Punkt auf dieser Geraden G angeschrieben werden kann durch diesen Punkt 3, minus 2, 4 plus diesen Parameterwert t mal 2, 3, minus 4. Es ist oft gut, wenn man auch dazu noch schreibt, dass dieses t aus den reellen Zahlen kommt, damit man auch weiß, welchen Wert man für t auch einsetzen kann. Das heißt, diese Gerade g hat jetzt nun diese Gestalt, ein beliebiger Punkt a, der ist gegeben durch 3, minus 2, 4 und dem Richtungsvektor 2, 3, minus 4. Und du wirst auch sehen, wenn du beispielsweise den Punkt p für deinen gegebenen Punkt einsetzt, dann hast du auch eine andere Parameterdarstellung dieser Geraden. Aber diese beiden Parameterdarstellungen drücken dieselbe Gerade aus. Das heißt, es gibt eigentlich beliebig viele Möglichkeiten, die Parameterdarstellung der Geraden aufzustellen, weil es auch beliebig viele Punkte gibt und auch beliebig viele Richtungsvektoren dieser Geraden G gibt. Das heißt, es gibt keine eindeutige Darstellung einer Geraden, sondern es gibt viele, beliebig viele. Wir haben also jetzt gesehen, dass wir eine Gerade G auch darstellen können durch eben zwei Punkte, beziehungsweise durch einen Punkt und einen Richtungsvektor.
Aus diesen beiden Möglichkeiten können wir die Parameterdarstellung einer Geraden G im Raum im R3 sehr gut aufstellen. In unserem nächsten Video schauen wir uns an, wie wir eigentlich überprüfen können, ob jetzt irgendein beliebig gegebener Punkt, H des P beispielsweise, auf einer Geraden G liegt. Ich freue mich darauf.